Jo Leute und damit herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge von Fortnite. Und ja, in der heutigen Folge haben wir jetzt mal wieder einen neuen Scammer-Trick am Start, beziehungsweise denselben Scam-Trick, den wir auch letztens hatten. Und zwar einfach mal den Alt-F4-Scam, der also eigentlich eher so ein Prank und nicht wirklich so ein Scam ist. Denn wer darauf reinfällt, Alter, da muss man schon echt Glück haben. Aber Leute, wenn ihr damit gescammt werdet, dann ist es auf jeden Fall richtig bitter. Und vor allem die Leute, die sich nicht so gut mit einem Computer auskennen, sollten sich das Video am besten auf jeden Fall anschauen, um sich ein bisschen besser darauf vorbereiten zu können. Aber ansonsten würde ich sagen, können wir eigentlich einfach mal direkt reinstarten. Und zwar geht es ja in diesem Scam darum, dass man halt sein Gegenüber dazu bringen will, die alte 4-Tastenkombination zu drücken, da ja bei dieser Tastenkombination sich das geöffnete Programm einfach schließt. Das heißt, sein Fortnite würde sich einfach schließen und er würde dann aus Fortnite rausfliegen. So, und genau das haben wir jetzt ja schon letztens einmal gemacht. Heute hat es aber richtig geklappt. Letztes Mal ist er nur in den Flugmodus geflogen und dieses Mal ist wirklich sein Fortnite gecrashed. Das Ganze ist aber nur nachgestellt, aber dazu gibt es gleich im Video nochmal ein paar mehr Informationen, also macht euch da keine Sorgen. Und ansonsten hoffe ich dann einfach mal, dass euch die Qualität jetzt wieder ganz normal gefällt, weil wirklich wieder alles wie vorher ist. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute und damit herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen Folge von Fortnite Rette die Welt. Und heute gibt es mal wieder einen richtig krassen Scammer-Prank, denn ich habe hier heute einen neuen Scammer-Trick, beziehungsweise einen alt-neuen, den hatten wir schon mal in einem letzten Video, da hat der aber nur so halb geklappt und dieses Mal hat der wirklich richtig geklappt. Allerdings habe ich vergessen aufzunehmen und deswegen ist diese ganze Folge hier heute wieder einmal nachgestellt. Das heißt, es ist wirklich vor 5 Minuten passiert, ich habe aber vergessen aufzunehmen und deswegen wird mir der gute Asa jetzt hier helfen, das Ganze sozusagen neu aufzunehmen, sodass es halt für euch so genau wie beim ersten Mal ist. Es wird also wirklich auch nicht irgendwie was dran verändert oder so. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Los geht's. Warte, dann geh schon mal in die Box. Geh mal hier irgendwie auf die Seite oder so. Wusstest du übrigens schon, dass man wieder duplizieren kann? Nein. Also beim letzten Mal, da war das ja relativ schwierig. Das geht dieses Mal deutlich einfacher. Heute ist ja ein neuer Patch reingekommen und damit kann man ja diese Save Stats, also diese Ladestände, einfach mal machen in-game. Das heißt, man kann mit den Alt- und dann mit den dazugehörigen F-Tasten jeweils einfach sozusagen den Ladestand aufnehmen und dann mit der Alt-Taste und mit der dazugehörigen normalen Zahlentaste kann man den Ladestat dann einfach laden. Und mit diesem, und da gibt es halt einen Glitch, den haben ich und einer vom Discord heute herausgefunden. Damit kann man halt dann eine Waffe duplizieren. Okay, wie geht der? Willst du es echt wissen? Ja. Ja, egal, wir werfen dann die Waffen zurück. Also weg am Ende, ne? Die gedüften. Ja, sonst macht das halt keinen Spaß, okay, weiter zu spielen. Also zum Beispiel, ich nehme jetzt hier eine 130er Nocturno. Ich droppe die jetzt hier hin, ne? Ja. Okay. So, und jetzt möchte ich die duplizieren. Das heißt, erstmal muss ich von jedem Alt-F so und so halt diesen Ladestat aufnehmen. Das heißt, ich habe jetzt Alt-F12 bis Alt-F1 und deswegen nehme ich jetzt wirklich auch von Alt-F12 bis Alt-F1 jeweils ein Ladestat auf. Also würde ich jetzt einfach mal sagen hier 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, jetzt habe ich von Alt F12 bis Alt F1 jeweils einen Speicher, also ein Autosave, einfach mal gemacht. Und jetzt lade ich mit Alt 2 bis 3 nochmal diese jeweiligen Autostats, damit sozusagen meine Waffe jetzt gedupt wird. Dann kriege ich nämlich diese Waffe ins Inventar und sie wird trotzdem auf dem Boden liegen bleiben. Das heißt, ich mache jetzt 2, 3, 4. Dann muss ich immer aus dem Inventar rausgehen, wieder reingehen. So, und jetzt habe ich diese Waffe verdoppelt und kann die einfach dazu droppen. Jetzt habe ich zweimal eine 130er Nocturno. Beide auf Sonnenschein. Oh, nice. Oh, nice. Okay, willst du auch mal ausprobieren? Soll ich das mal nachmachen? Warte, okay. Ja, aber ich werfe die 130er Bright weg. So. Ja, okay. Also, du musst erstmal eine Waffe droppen. Ja, 130er Totengräber. Genau, und jetzt musst du mit F12 bis Alt F1 einfach komplett diese Speicherstände auf. Was ist jetzt los? Hallo? Was? Was?
Ach du Scheiße, du hast direkt Alt F4 gedrückt, kann es sein? Er ist schon weg, Leute. Ach du Scheiße. Es hat echt geklappt, Mann. Endlich. Ah, das ist der neue Scam, Leute. Das ist der neue Scam-Trick. Er hat echt Alt F4 gedrückt, denn Fortnite hat sich geschlossen. Ich werde ihn natürlich hier direkt erstmal wieder einladen. Lächerlich. Als ob er jetzt echt rausgeflogen ist, Mann. Ich hatte so viele Versuche gebraucht. Das hat man ja auch schon bei dem letzten Prank von dieser Art gesehen. Ohne Witz. Ne? Eigentlich braucht man für diesen Prank so verdammt viele Versuche, bis es klappt. So, da ist er schon wieder. Asa? Ja. Der Scammer würde gescammt, würde ich mal sagen. Aber ich scam nicht. Das will ich jetzt an deiner Stelle auch behaupten. Als ob. Vor allem, ich hätte einfach schon eben deine Ratte rannehmen sollen. Weißt du, ich habe aber einfach gesagt, dass ich nicht aufnehme, damit du was Heftigeres droppst. Weißt du warum? Weil Gudrak mir ein Video geschickt hat, wie du und dein Freund ihn vorher gescammt haben. Ein Scam würde gescammt, würde ich mal jetzt an dieser Stelle behaupten. Was ist los, B? Ja, natürlich. Nein. Natürlich. Jetzt habe ich sogar eine 130er Grave anstatt nur eine 82er Ratterer von dir. Immer. Easy. Kann ich das Video sehen? Was? Kann ich das Video sehen? Ja, warte, ich kann dir eben einen Link schicken von Discord. Warte, ich kann dir mal das Video schicken. Also einfach. Mein Freund? Ich habe das Video geschickt. Jetzt ungelistet hochgeladen auf YouTube. Achso, ja. Ja. Wo hast du den Link geschickt? Im Teamchat. Den soll ich jetzt auf YouTube eingeben? Ja, den kannst du einfach einfügen. Als ob. Ich scam doch gar nicht. Wie kann ich den. Kann ich alle beide Tabellen. Ich scam aber nicht. Ja, hast du das Video jetzt schon hast du dich schon angeschaut? Jetzt so Prank oder so, ja. Warte. Wie kopiert man das nochmal? Steuerung C und Steuerung V. Kannst du kopieren. Also mit Steuerung C und Steuerung V ganz einfach. Ich gebe jetzt einfach, ich öffne Chrome einfach. Ja, von mir aus. Kannst du auch gerne Chrome öffnen. Und dann einfach den Link da kopieren, hinzufügen. So, die Token wird sich erstmal schön ins Inventar gegönnt. Ja, moin. Die habe ich geschenkt bekommen von Max, also mein Freund. Ja, wahrscheinlich. Den kann man auch hinzufügen. Nein, wirklich. Du musst einfach den Link in diese, da wo du zum Beispiel google.de eingibst, da musst du es einfach einfügen. Wenn du meine Abonnenten scammst, dann ist schon unterste Schublade. Ja. Hast du es gesehen? Ja. Aber du hast es jetzt doch schon noch mal am Ende geglaubt, oder? Ich habe erst gelacht. Ich habe das noch niemals gesehen und wie du gesagt hast, das ist schon geglaubt, habe ich nur angeschaut. Oh, bruh. Aber du hast es doch am Anfang geglaubt, oder? Nein, weil mein Freund nicht so heiß. Nee, ich meine, also, dass ich dich jetzt einfach scamme. Ja, schon. Eigentlich schon. Aber warum? Eigentlich habe ich es auch eigentlich nicht so geglaubt, weil. Ne. Ne. Okay. Aber ich hab den Twist genutzt. Danke. Ich hab nochmal dieses, das ich nicht aufgenommen habe, einfach nochmal hier zu so einer kleinen Pointe genutzt. Ja. Okay, also, willst du noch irgendwas sagen? Nö. Ja, das ist doch eine gute Abmod.
Und ansonsten, Leute, würde ich mich damit dann auch schon verabschieden. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, könnt ihr wirklich sehr gerne einen Daumen nach oben geben. Wie gesagt, das Ganze war nur nachgestellt und ich habe das jetzt am Ende einfach mal spontan eingefügt, sozusagen noch so als kleinen Twist in der ganzen Story. Vielen, vielen Dank an Asa, also an dich, dass du mir dabei geholfen hast. Ansonsten, wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Teilt das Video mit euren Freunden, schreibt auch rein, wie ich mich noch weiterhin verbessern kann. Und ansonsten verabschiede ich mich dann für heute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.